Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie gekommen sind. Sind ja doch recht viele gekommen. Scheint sich ganz gut zu verkaufen, oder? Das neue Buch, Daniel Kehlmann. Ja, es fängt gut an, ja. Ja. Wir sprechen über Lichtspiel, der lang erwartete neue Roman von Daniel Kehlmann. Bin sehr froh, dass Sie hier sind bei uns am Zeitstand. Und ich freue mich, mit Ihnen darüber zu sprechen. Es geht in diesem Roman um eine Figur. Als ich die Ankündigung gelesen habe und das Buch zuerst, war mir diese Figur nicht vollständig vertraut. Also ich kannte schon irgendwie Georg Wilhelm Pabst, ja, hat man schon mal gehört. Ich wusste auch irgendwie eine Art Figur aus den 20er Jahren und irgendetwas mit Film. Dabei war der eigentlich ganz bedeutend einmal gewesen. Ja, der war sehr bedeutend und berühmt. Das war einer der, man kann sagen, drei großen prägenden Regisseure der 20er und frühen 30er Jahre, neben Murnau und Lang. Eigentlich der dritte große deutsche Regisseur des Stummfilms, sagt man jetzt immer, aber tatsächlich auch des frühen Tonfilms. Und er war jemand, der galt als Avantgardist, wenn man das so sagen könnte. Also jemand, der, naja, neue Sachlichkeit wird mit ihm in Verbindung gebracht, auch so etwas wie soziale Filme. Er wurde dann der Rote Papst ziemlich schnell genannt, also ein Linker. Und wenn man sich diese Biografie anschaut, die ja hier in diesem historischen Roman ja, naja, nicht eins zu eins nacherzählt wird, denn es ist ja ein Roman, es ist ein Buch, das sozusagen sehr freigiebig zum Teil auch fantasiereich etwas, naja, interpretiert, hinzuerfindet, wie auch immer, Szenen natürlich gestaltet, die, wo man nicht weiß, vielleicht haben die auch genauso stattgefunden, aber vielleicht auch nicht, der dann zurück nach Deutschland gezogen ist. Der war eigentlich emigriert, könnte man sagen, war im kalifornischen Exil und hat dann eine Karriere im nationalsozialistischen Österreich dann gemacht und Deutschland natürlich dann. Also ist nach Österreich gezogen, zwar nach dem Anschluss. Und das kann man sich heutzutage eigentlich nicht mehr erklären. Wie haben Sie sich das erklärt? Also ich bin auf diese ganze Sache mit Pabst gestoßen, weil Zuckmayer in seinem Geheimreport, diesem Dossier, das er für die amerikanische Besatzungsbehörde geschrieben hat, über Kulturträger im Dritten Reich, über Pabst und seine Rückkehr ins Dritte Reich sagt, ich habe zu seinem Verhalten keinen Schlüssel. Mhm. Das ist der einzige Kulturträger, zu dem Zuckmayer sagt, er versteht es nicht. Und das war für mich eine ganz wesentliche Initialzündung, warum ich dachte, das interessiert mich, weil es so rätselhaft ist. Er war kein Nazi, das ist überhaupt kein Schatten von einem Vorwurf, den man ihm in dieser Hinsicht machen kann. Er war in seinen Überzeugungen ganz klar, hatte er nichts mit ihnen zu schaffen. Und dennoch in einer Reihe von, ja, sozusagen kleinen Schritten, das versuche ich eben im Roman auch mit Fiktion, um Fiktion erweitert, weil es eben auch sehr viel gibt, das man nicht weiß, nachzuzeichnen. In einer Reihe von kleinen Schritten, von denen jeder irgendwie noch nachvollziehbar ist, hat es ihn dann wieder ins Dritte Reich verschlagen und hat er dann auch nach einer Zeit des Versuchs, sich zu verstecken vor dem Begehrlichkeiten des Ministeriums, dann eben doch wieder einen Film gedreht und dann noch einen und dann noch einen. Und was ich eben auch interessant fand, das sind keine Propagandafilme gewesen, also die zwei, die überlebt haben, der dritte ist verschwunden, ist verschollen, das sind keine Propagandafilme gewesen und es sind auch keine schlechten Filme. Sind jetzt nicht epochale Meisterwerke, obwohl der zweite Film Paracelsus schon sehr sehenswert ist. Also er hat tatsächlich die Ressourcen, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, und die waren natürlich beträchtlich, genutzt, um etwas zu machen, was man tatsächlich gute Kunst nennen könnte, mit aller gebotenen Vorsicht. Ja, Paracelsus, das ist natürlich auch ein interessantes Beispiel. Sie deuten in Ihrem Roman sogar, dass es ein paar widerständige, könnte man sagen, Szenen gibt, wo er Signale sendet, dass er im Prinzip kein Nazi ist, also eine Art Harlekin, der Massen verführt und sowas, also sowas wie blindes Nachlaufen. Das ging ja offenbar alles durch die Zensur, was ich auch interessant fand, natürlich. Also offenbar, was hatte man überhaupt davon, ihn zu nehmen? Der galt ja nun nicht als Parteigänger. Wieso war das so attraktiv für die Nazis, so jemanden sich zu angeln? Naja,
Eigentlich aus zwei Gründen. Die Nazis hatten tatsächlich ein Problem, weil sie hatten, es waren ja viele Kinos, gab es ja in Deutschland, und man wollte den Menschen auch Filme vorsetzen und Filme bieten. Und man wusste auch, die wollen nicht nur Propagandafilme sehen. Also man wollte ihnen wirklich auch Filme bieten, die in keiner Weise Propaganda waren. Aber mit Kriegsausbruch hat man keine amerikanischen Filme mehr eingeführt. Also man hatte diesen großen Brain Drain, dass natürlich ganz, ganz viele nicht nur Protagonisten, sondern auch und die großen Regisseure, sondern auch Leute, die Kostüme oder Stage-Set-Design oder so gemacht haben, natürlich ins Exil gegangen sind. Aber das andere Problem war, dass plötzlich die amerikanischen Filme und die französischen, aber die wurden ohnehin nicht viel gezeigt, aber die amerikanischen Filme, Unterhaltungsfilme, vollständig ausfielen. Und dadurch musste man und hat das auch mit großer Professionalität getan, die deutsche Filmproduktion enorm hochfahren. Und dann war natürlich Pabst auch ein, das hatte man sich zumindest erhofft davon, ein selbst der Umstand, dass er wieder da war und Filme gemacht hat im Reich, war ein Propagandagewinn. Er war der eine der großen Regisseure der Vorkriegszeit, der noch da war und sich dann eben nicht distanziert hat. Ja, während viele anderen ja durchaus Karriere gemacht haben in Amerika, Fritz Lang beispielsweise. Er war derjenige, der nicht Fuß fassen konnte in Kalifornien. Sein erster Film ist ja völlig gescheitert. Das ist eine grandiose Einstiegsszene, ziemlich nah am Anfang, wo er mit zwei amerikanischen Produzenten spricht. Und da zeigt sich eigentlich, so habe ich das verstanden, dass er eigentlich auch ein schwacher Charakter ist, Pabst. Weil er lässt sich auf ein Filmprojekt ein, wo er genau weiß, das ist Schrott. Und so war es auch. Es hat sich überhaupt nicht, niemand hat es gesehen. Nun ist es nicht so, dass, natürlich gibt es auch Schrott, der sich gut verkauft. Aber in dem Fall war es so desaströs, dass es für ihn regelrecht attraktiv wurde, wieder zurück nach Europa zu gehen. Wobei, ja, also er ist in der Form ein schwacher Charakter. Das hat mich auch fasziniert an historischen Pabst. Und ich glaube, meine Figur ist eine Version davon, dass man das Gefühl hat, er war sehr unentschlossen. Entschlossen war er nur am Set. Am Filmset wusste er immer und weiß er auch bei mir immer ganz genau, was jeder zu tun hat, wie alles aussehen soll, wie eine Bewegung aussieht, wie sich die Kamera... Er weiß alles, er weiß genau, was vorgehen soll, aber sobald er nicht am Set ist, weiß er gar nicht, wie er selber sein Leben führen soll. Dazu kommt aber auch, in dem Hollywood-Studiosystem hatte man auch nicht die Wahl. Also auch Fritz Lang hat nicht, als er in Hollywood ankam, die Macht und Möglichkeit gehabt, Filme abzulehnen. Fritz Lang hatte nur diese ungeheure Widerstands- und Durchsetzungskraft. Fritz Lang war in vieler Hinsicht ein viel, viel unangenehmerer Charakter als Pabst. Also von Pabst wird ja auch allenthalben berichtet, dass er eigentlich ein freundlicher, netter Mensch war. Das sagt niemand über Fritz Lang. Also Fritz Lang hat das mit einer übermenschlichen Kraft, die er nun mal hatte, dieses über Jahre hinweg, dieses Studiosystem nach seinem Willen gebogen sozusagen und hat dann tatsächlich auch in Amerika bedeutende Filme gemacht. Aber im Prinzip war es ihm, die Regisseure kamen aus einem System, wo sie die Könige waren, die Herren, die Götter. Also man kann das deswegen männlich formulieren, weil das waren alles Männer. Und absolute Macht hatten und die Diktatoren waren. Und im Unterschied dazu, im Studiosystem in Hollywood war der Regisseur einfach ein Angestellter, der häufig nicht mal entscheiden konnte, wo die Kamera steht. Der häufig, und das ist übrigens bis heute so, nicht das Recht hatte des letzten Schnittes, also the final cut, sondern jemand anderer hat dann entschieden, wie der Film geschnitten wird. Also das würde ich, dass er dann sich hat vorschreiben lassen, welchen Film er macht, das, denke ich, ist gar nicht ein besonderes Zeichen von Schwäche. Es gab fast niemanden, der sich dem verweigern konnte. Ja, das stimmt. Nun ist es aber in dem Moment so paradigmatisch am Anfang, weil er ja einknickt und die ganze Zeit so stolz ist und dann sagt nicht. Denn die Frage stellt sich ja natürlich in diesem Roman, ab welchem Zeitpunkt macht man mit und womit hängt das zusammen? Mit den Zeitumständen oder mit dem Charakter? Und ich habe doch ein paar Hinweise darauf immer wieder gefunden, dass es letztlich eine Charakterfrage ist. Ja, das ist richtig. Also es gibt zwei Szenen, wo Pabst vor Filmproduzenten steht und beide Male einknickt, das ist richtig. Und das eine Mal ist es in Hollywood bei zwei Produzenten und das andere Mal ist es bei
Goebbels, der eben, also der Name wird nicht ausgesprochen, aber es ist klar, dass es Goebbels ist, der natürlich neben den vielen anderen Dingen, die man über ihn sagen kann, eben auch ein Filmproduzent war. Ja, ist eine wahnsinnig tolle Szene, finde ich, also grandios geschildert. Papst trifft, wird zu Goebbels mehr oder weniger zitiert, nicht wahr? Und die sprechen miteinander und das ist ja so eine Art Unterwerfungsszene. Nicht? Papst muss sich unterwerfen, um dort weiter Filme machen zu können, zu dürfen. Und er lässt sich am Ende darauf ein. Nicht? Und alles, die Szene ist deswegen so toll, weil alles Moralische, ich würde nicht sagen ausgeklammert wird, sondern es wird sofort ins Surreale. Die Szenen werden verrückt, der Raum wird klein, groß, geht auf den Kopf, obwohl das gar nicht so leicht möglich ist und so weiter und so fort. Nicht? Ja, und er gibt nach und er lässt sich einen Film aufoktroyieren, den er dann auch macht. Aber, und das ist eben die Komplexität der Sache, die mich fasziniert, es gibt absolut auch eine Verführungskraft darin, dass ihm geboten wird, alle Ressourcen, alle Möglichkeiten, jedes Budget, das er will. Und er ist eben ein Regisseur. Und zu Regisseuren, besonders Filmregisseuren, gehört eben, dass sie ihre Kunst nicht alleine daheim sozusagen im Widerstand schaffen können, sondern man braucht Ressourcen. Also heute ist es fast schon denkbar, dass jemand zu Hause einen meisterhaften Film auf dem iPhone dreht. Aber diese Möglichkeit gab es natürlich nicht. Und das heißt, ein Regisseur ist in gewisser Weise auch darauf eingestellt, irgendwie Kompromisse machen zu müssen, um seine künstlerische Vision zu verwirklichen. Und also bei Papst ist es wirklich ein Fall von, bei Papst in meinem Roman, von Zuckerbrot und Peitsche sozusagen, weil es gibt etwas, was ihn, und er kann dann wieder arbeiten und er arbeitet mit guten Leuten und er kann, es geschieht alles, was er möchte. Und seine Frau sieht, die eigentlich das moralische Zentrum des Buches ist, sieht also mit Entsetzen, wie er in gewisser Weise immer froher, jeden Abend immer froher von den Dreharbeiten nach Hause kommt, weil es einfach auch eine Freude darin liegt, für jeden Künstler seine Arbeit machen zu können. Ja, natürlich. Ihr geht es auch besonders schlecht, nicht? Sie sehen, was vielleicht das größte moralische Problem für die Eltern ist in dieser Zeit, dass der Sohn natürlich dann dementsprechend ein Nazi wird, wenn man natürlich dort wieder hin zurückzieht. Das ist natürlich erschreckend, weil es so eine starke Distanz dann gibt in diesem Moment. Ja, also das ist das Erschreckendste eigentlich. Ist das eigentlich historisch verbirgt? Das ist interessanterweise historisch verbirgt. Dem Sohn habe ich einen anderen Namen gegeben, also weil ich eigentlich diese Figur völlig fiktionalisieren wollte. Ich dachte, ich weiß nichts über Papst historischen Sohn Peter, den er wieder ins Dritte Reich mitgenommen hat als jungen Teenager. Und ich habe die Figur Jakob genannt und habe mir zurechtgelegt, wie das eben sein muss, wenn man als begabtes, kluges, waches Kind dieser nicht nur der Indoktrinierung, sondern auch dieser allgegenwärtigen Brutalität unterworfen wird. Es wird ja auch eigentlich zunächst auf so einer Dorfschule in Österreich, in der Ostmark, wie es hieß, wird ja fast schon erwartet, dass die Kinder gegeneinander mit großer Brutalität vorgehen. Und das Erschreckende ist, er lernt sich darin zu bewegen. Es ist nicht so, dass er unterdrückt wird, sondern er wird eigentlich selber relativ schnell zum brutalen Täter. Was für mich wirklich schockierend und gleichzeitig auch bestätigend war, ich habe dann erst eine Weile, als ich ungefähr schon in der Mitte des Romans war, tatsächlich Zugang zu den Briefen von Peter Papst an seinen Vater und seine Mutter aus dem Internat in Salem gehabt, in das sie ihn dann geschickt haben. Und das war tatsächlich genau so. Er schreibt dann auch... ich bin so aufgeregt, ich bin so froh, morgen tritt die ganze Klasse der Partei bei. Das ist ein Satz, den ich dann auch im Roman verwendet habe. Und ich dachte dann auch, dass ich da genau recht hatte. Erst, das ist natürlich eine Bestätigung, aber andererseits auch nicht so sehr, weil es kann gar nicht anders sein. Mhm. Wenn man einen formbaren jungen Menschen alleine, also im Internat, also ohne irgendeinen Rückhalt, diesen Kräften der Indoktrinierung überlässt, Es kann kaum anders ausgehen als nein, so. Nein. Ja, oder bei ganz seltenen Charakteren. Ja, es gibt alles Mögliche natürlich. Aber es scheint eben auch, und das kann man Papst eben vorwerfen, und das wirft ihm am Ende meines Romans auch seine Frau sehr vor,
Die ganze Sache mit den Filmen ist eine Sache, ist eines, aber das seinem Sohn anzutun und geschehen zu lassen, ist nochmal was anderes. Ja. Sie sprachen gerade über Ihre Recherchen, also Sie sind auch ins Archiv gegangen oder haben sich den Nachlass angeschaut oder wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie auch mit der, es gibt ja Nachkommen von Papst, haben Sie auch mit der Familie gesprochen? Das habe ich absichtlich nicht getan, weil also die lebenden Enkel sind deutlich jünger, haben ihn also selbst nicht gekannt und mir schwebte ein bisschen vor, die ist eine ganz andere Geschichte, aber als Florian Henkel Donnersmarck den Film Werk ohne Autor gedreht hat, der an die Biografie von Richter, von Gerhard Richter angelehnt ist, aber schon eine fiktionalisierte Version davon, hat er sehr viel mit Gerhard Richter gesprochen und die beiden sind einander offenbar auch persönlich sehr nahe gekommen. Und dann hat Richter den Film, den er dann gesehen hat, oder ich weiß gar nicht, ob er ihn gesehen hat, jedenfalls das, was er über den Film wusste, als ganz großen Vertrauensbruch erlebt. Ah ja, verstehe. Und war empört und war entsetzt, dass jemand, der ihm nahesteht, sein Leben in dieser Weise fiktionalisiert. Und das war mir eine Warnung. Ich dachte, ich möchte nicht mich sozusagen dann als jemand dastehen, der sich ins Vertrauen der Erben einschleicht und dann einen Roman schreibt, der naturgemäß auch kritisch, also ist ja kein, der naturgemäß nicht alles, was Papst tut in meinem Roman, als fantastisch dastehen lässt. Also deswegen habe ich das absichtlich nicht gemacht. Also ich habe jetzt tatsächlich die Enkel kennengelernt, Erben natürlich auch, aber im Roman habe ich das nicht... Ach interessant, wie war das denn, die Begegnung? Naja, die Familie ist natürlich ein wenig erschrocken, das kann ich auch verstehen, das kann ich auch nachvollziehen, weil der Roman ja auch fiktionale Elemente enthält, aber sie erhoffen sich auch etwas, was ich mir auch erhoffen würde, ganz unabhängig von allem künstlerischen Fragen, nämlich, dass jetzt jemand eine fundierte Papstbiografie schreiben wird, die man dann mit meinem Roman vergleichen kann und dann genau auch sieht, was erfunden ist und was nicht. Ja, das wäre auch vielleicht tatsächlich sinnvoll, denn es gibt nicht viel über ihn. Das ist ja erstaunlich. Ne? Es gibt nicht viel und er ist wirklich einer der drei großen Deutschen, oder wenn man Robert Wiene mit seinem Meisterwerk Caligari dazu rechnet, einer der vier großen Regisseure, der eigentlich der deutschen Miterfinder des modernen Films, der modernen Filmsprache. Also es hat natürlich auch der Umstand, dass er nach dem Krieg so ignoriert wurde im Vergleich zu den anderen, hat natürlich auch mit seiner Verstrickung, wenn man es so nennen will, es ist gar nicht ganz das richtige Wort, also mit seiner Aufenthalt, mit seiner Arbeit im Dritten Reich zu tun. Also zum Beispiel Lotte Eisner, die Gründerin der Cinémathèque Française, die große alte Dame des Films sozusagen, die dann in der Nachkriegszeit enorm einflussreich war, hat ganz klar gesagt, kein Film von Papst kommt ihr ins Haus. Und als sie ihn dann einmal wieder getroffen hat, das schildert sie in ihrer Autobiografie mit dem schönen Titel Ich hatte einst ein schönes Vaterland, kam Papst buchstäblich, nicht nur metaphorisch, umarmend auf sie zu und sie hat das von sich gewiesen. Ah, ja. Und dann wollte er ihr alles erklären und sie hat gesagt, sie will das nicht hören. Ähnlich war es, ich habe im Nachlass gefunden einen Brief von Louise Brooks, wo sie sich, also der Stummfilmschauspielerin, der entdeckt hat, also er heißt der Entdecker von Greta Garbo und Louise Brooks, den hat er die Durchbruchsrollen gegeben. Und Louise Brooks hat sich bemüht, eine Retrospektive in New York zu organisieren und hat sehr schnell erfahren, keine Chance. Also er galt dann, was auch nicht fair ist, er galt dann als Nazi-Mitläufer. Aber das bringt halt die Verwicklungen mit sich. Also eine andere Figur, jemand, der weniger verstrickt war, P.G. Woodhouse, der große englische Schriftsteller, der von den Nazis wirklich als Kriegsgefangener gekidnappt wurde und dann dazu gebracht, Radiosendungen zu schreiben, die wiederum nach England gesendet wurden, die überhaupt keine Propaganda sind. P.G. Woodhouse, aber natürlich trotzdem ist es kein schöner Anblick, dass jemand das tut. P.G. Woodhouse wäre nach dem Krieg beinahe in England hingerichtet worden dafür. Ja. Also sagen wir mal, die Leute waren verständlicherweise in diesem Moment nicht bereit, da
viele Nuancen walten zu lassen. Naja, und es ist ja auch tatsächlich ein schwieriger Fall, den man auch nicht so leicht beurteilen konnte. Es ist ein ganz schwieriger Fall, natürlich, ja, ja. Sie zeigen auch ein wenig, ich weiß nicht, ob es zu diesen Begegnungen gekommen ist, ich habe das nicht recherchiert, wahrscheinlich weiß man es nicht, er trifft ja auch so Leute wie Rühmann, beispielsweise Heinz Rühmann, den berühmten Schauspieler, und auch andere Leute in der Zeit, und da gibt es so eine Szene, wo sie in einer Berliner, glaube ich, Wohnung sitzen. Und dann sagt Rühmann, hier ist es eigentlich ganz okay, man kommt hier schon zurecht. Natürlich ist alles schrecklich, wir sind alle keine Nazis. Und dann sagt er den Satz, ganz ohne Kompromisse geht es natürlich nicht. Gehe es natürlich nicht. Ne? Das ist natürlich die Frage, die der Roman auch ein ganz kleines wenig stellt. Darf man diese Art von Kompromiss eingehen? Ist das legitim, das zu machen? Oder ist schon der kleine Schritt, sozusagen gewissermaßen auf ein autoritäres Regime zuzugehen, schon der Komplettverlust jeder Würde? Ja, das ist die Frage. Und ich glaube, das kann man nicht in dieser Allgemeinheit beantworten. Aber was ich versucht habe mit dem Roman, und das ist ein bisschen eine Parallele zu meinem letzten Roman Till, es ging mir gar nicht so sehr darum, eine scharfe moralische Frage zu stellen und auf die eine scharfe Antwort zu geben, sondern es ging mir darum, eine Welt zu zeichnen, die mir erschreckend und fremd, aber dadurch auch faszinierend ist. Mhm. Und in Till war das die Welt der frühen Neuzeit, die Welt vor der Aufklärung. Und in diesem Fall war es die Welt des wirklich totalitären Staates. Also nicht bloß der Diktatur, sondern des absolut totalitären Staates, der keine Freiräume zulässt. Also es gibt zum Beispiel auch eine Szene mit einem Lesezirkel, wo die Damen, die da Bücher lesen, eigentlich so ein bürgerlicher Lesezirkel, und Trude Papst muss dahin, um, also weil man ja soziale Verbindungen knüpfen muss, um auch zu eine gewisse Sicherheit für sich selber herzustellen. Und sie muss, und auch die anderen müssen praktisch bei jedem Satz, den sie über dieses eigentlich uninteressante Buch sagen, über das sie reden, nachdenken, was kann man sagen, was nicht, welche Autoren kann man erwähnen, welche darf man nicht mehr erwähnen. Eine anwesende Dame lobt das Geschirr, das hat sie aber auch, ist auch ein Fauxpas, weil das Geschirr war vorher bei den Nachbarn, die jetzt nicht mehr da sind. Ja, ja. Also der totalitäre Staat kriecht in jede Ritze und erzeugt selber eine Atmosphäre, eine Struktur, wo es kein Leben ohne Kompromisse überhaupt gibt, es sei denn, man verweigert sich ganz und gar. Das ist zum Beispiel Franz Jägerstätter, über den gerade Terrence Malick einen wunderbaren Film gemacht hat. Aber mir geht es als Erzähler weniger darum, das zu beurteilen und zu sagen, Kompromisse sind furchtbar, sondern es geht mir darum, eine Atmosphäre zu verstehen, erzählen, zu erzeugen, wo ein Leben ohne Kompromisse gar nicht mehr erlaubt wird. Ja, gut, man kann es unterschiedlich interpretieren, natürlich. Ich glaube schon, also wäre nach meinem Gefühl, es ist das moralischste Buch, das Sie geschrieben haben. Ja, bisher. Ich fürchte, das stimmt. Weil sich zumindest, selbst wenn es keine klare Botschaft gibt, die ausformuliert ist, doch einige Sachen aufdrängen, nicht? Einige Interpretationen aufdrängen. Beispielsweise ist es so, dass es ist ja eine fortschreitende Verwicklung, in die Papst gerät, und der am Ende, ich möchte nicht sagen, doch vermutlich schon zu einem sogar Verbrecher wird, indem er, ich glaube, das kann man sagen, indem er sogar auf bei einer Filmszene zu Mitteln greift. Vielleicht sollten wir gar nicht vorgreifen, weil das so eine Pointe des Buches ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr weit geht, um seinen Film sozusagen durchzusetzen. Im Prinzip so etwas macht wie Leni Riefenstahl. Also nicht durchzusetzen, sondern den Film überhaupt drehen zu können. Natürlich, aber durchzusetzen, ihn drehen zu können. Das heißt, er geht extrem weit und versucht sich dann auch sogar zu verteidigen. Am Set, glaube ich sogar, er sagt dann, alle Zeiten sind irgendwie schwierig, nicht wahr? Es ist immer kompliziert. Aber was übrig bleiben wird, ist immer die Kunst und das Filmschaffen. Aber vor allen Dingen die Kunst, wenn wir zurückblicken werden. Und um die geht es und nichts ist wichtiger. Und ich würde sagen, dass dieses Buch ein Buch ist über Kunst, natürlich, wenn Filme machen auch ein Kunst ist, was versucht zu zeigen, dass es nicht das Wichtigste ist. Ja, dem würde ich zustimmen. Es ist nicht das Wichtigste, und es ist natürlich das gute alte oder das schlechte alte oder das beeindruckende alte Nietzsche-Argument, dass die große Kunst alles ermöglicht, alles entschuldigt, was man tut, um sie herzustellen. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel eine der größten fiktionalen Freiheiten, die ich mir genommen habe, war eben
dass ich Papsts dritten und letzten Film im Dritten Reich, der Fall Molander, der wird bei mir wirklich ein ganz großes Kunstwerk. Also er läuft noch einmal zu seiner alten Höhe auf. Das war in Wirklichkeit überhaupt nicht so. In Wirklichkeit hat er diesen Film lustlos runtergedreht und sich nicht dafür interessiert und ihn dann nicht mal fertig geschnitten. Deswegen ist er auch verloren. Aber genau um diese Frage auf die Spitze zu treiben, lasse ich ihn wirklich ein großes Kunstwerk schaffen und dafür eben wirklich auch in seinen moralischen, ja, man kann ihm gar nicht mehr Kompromissen sagen, sondern seinen Entscheidungen enorm weit gehen. Eben weil ich finde, wenn man diese Art von Geschichte erzählt, dann muss man auch das Dilemma, den Konflikt, um den es geht, eben wirklich auf die Spitze treiben. Also Thomas Mann hat mal gesagt, lieber eine Geschichte verderben, als nicht bis zum Äußersten gehen. Das fand ich ja. Fraglich, ob er das gemacht hat, nicht? Ich würde behaupten, er hat, aber das ist eine andere Diskussion. Das wollen wir gar nicht hinzufügen mehr. Es stellen sich so viele Fragen zu diesem Roman und das hängt auch damit zusammen, dass es auf eine sehr bestimmte Weise erzählt worden ist. Es kommt kaum Introspektion vor, eigentlich gar nicht. Es wird sehr äußerlich erzählt. Man sieht ganz, ganz viele Szenen, natürlich wird sehr szenisch erzählt. Aber Beweggründe werden gar nicht ausbuchstabiert oder erklärt. Also ist bei Papst nicht. Die Beweggründe, seine Frau Gertrude, da gibt es sehr viel innere Perspektive. Bei dem Sohn gibt es viel innere Perspektive. Bei der Hauptfigur nicht. Deswegen hat er natürlich etwas Rätselhaftes. Ich glaube auch, es hängt ein bisschen, es ist ja auch ein Roman, wir dürfen ja ganz kurz über Stil und solche Sachen sprechen. Man hat zwischendurch während der Lektüre das Gefühl, dass jemand hier mit filmischen Mitteln eigentlich das Ganze versucht hat zu schreiben. Würde das stimmen? Das würde stimmen, aber es sind gar nicht so sehr absichtlich oder beziehungsweise gar nicht so absichtlich, sondern es hat sich einfach beim Schreiben immer mehr so gefügt. Es sind gar nicht so sehr die Mittel des modernen Films, die Mittel der modernen, Fernsehserie, die Mittel. Also das sind andere Erzähltechniken, die verstehe ich inzwischen ganz gut, weil ich viel für den Film gearbeitet habe, aber in Lichtspiel ist es tatsächlich der alte deutsche Stummfilm, der expressionistische Stummfilm, mit seinen übergroßen Räumen, mit den scharfen Schatten, mit den Ein ganz erstaunliches Stilmittel, das verwendet wurde am Anfang, den gemalten Sets, den gemalten Hintergründen. Und das Buch kippt immer wieder in diese Stummfilm-Surrealität hinein, die ich eben ungeheuer beeindruckend finde in den Filmen und die dann eben auch in gewisser Weise zum Stilmittel dieser Geschichte wurde. Ihr Buch hat auf unterschiedliche Weise greift es auch einen familiären Aspekt auf, würde ich meinen. Ihr Vater war selbst Regisseur. Ja. Hängt dieses Interesse oder diese Kenntnis auch über Schnitttechniken und was da alles vorkommt, hängt vermutlich auch damit zusammen? Ja, also das hat sicher damit zu tun. Ich habe von Kindheit an erlebt, was es heißt, Regisseur zu sein, was es bedeutet, Regie zu führen. Es ist ja ein paradoxer Beruf eigentlich. Also Papst sagt einmal oder denkt einmal bei mir, er denkt, eigentlich könnten die Leute auch den Film ohne ihn drehen, weil es sind lauter Experten, jeder weiß, wie man das macht, jeder weiß, wie man seinen Beruf macht. Und irgendwie hat man ihnen eingeredet oder haben sie sich eingeredet, sie brauchen jemanden, der das alles dirigiert. Aber ganz so ist es natürlich nicht, sondern es braucht tatsächlich jemanden, der das alles dirigiert. Aber ein Regisseur ist ein Künstler zweiter Ordnung im Prinzip. So wie Steve Jobs in dem schönen von Aaron Sorkin geschriebenen Film sagt, ich spiele kein Instrument, ich spiele das Orchester. Ich wünschte, das wäre von mir, diese Zeile, aber ist sie nicht. Sonst hätte ich sie eingebaut, aber es ist Aaron Sorkin. Das hat mich immer schon fasziniert und diese Faszination wurde natürlich verstärkt, weil ich in den letzten Jahren viel selbst für den Film geschrieben habe. Dadurch hat sich schon irgendwie ganz organisch aus meinen Leben und Interessen hergestellt, dass ich mal auch einen Roman über einen Regisseur schreibe. Und der andere familiäre Hintergrund ist natürlich dramatisch und schrecklich, weil ihre Familie väterlicherseits jüdischer Abstammung gewesen ist und, um es kurz zu machen, wahnsinnig viele wurden ermordet aus ihrer Familie. Inwiefern spielte das beim Schreiben dieses Romans für Sie eine Rolle? Also es spielt sicher, ich bin mir gar nicht selbst so sicher, wie groß die Rolle war, die das gespielt hat. Wahrscheinlich eine größere, als es mir selber bewusst war. Was sicher eine Rolle gespielt hat, war, dass für mich
Ich werde jetzt oft gefragt, oh, Sie haben jetzt wieder einen historischen Roman geschrieben. Und mir ist klar, dass das für jüngere Menschen in ihren 20ern, dass ihnen das so vorkommt. Mir kam das nicht so vor. Mir kam das vor, als wäre das ein Roman, der nur in einer leicht versetzten Vergangenheit spielt, aber eben nicht eine geschichtlich ferne Epoche. Und, fast noch Zeitgenossen, könnte man sagen. Also ich habe es so empfunden, fast noch Zeitgenossen. Ja. Also es treten auch tatsächlich Leute auf in dem Roman, die meine Eltern noch gekannt haben. Ja. Walter Mehring, Karl Zuckmeier. Ja. Für mich ist das aus vielen Gründen, aus meiner Familiengeschichte, aus dem Milieu, in dem meine Eltern gelebt haben, ist das eben kein historischer Roman. Ja. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier bei uns waren, Daniel Kehlmann. Und danke fürs Zuhören. Und, danke. Lesen Sie dieses tolle Buch. Danke.